Schauen wir mal hier. Oh. Da ist ein Bett, ein Foto. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das ist Mattes Bett. Okay. War der nicht immer viel größer? Ja, du warst viel kleiner, ne? Das Feuerzeug meines Vaters. Kann man das nehmen? Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ein zweischneidiges Sie Schwert, gehört ne? auf das Pult meines Vaters. Okay, dann vielleicht das hier. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Okay. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mathis. Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. War der nicht immer viel größer? Okay. In der Hoffnung, dass der Kommentar nicht ganz so lang ist. Ja, als ich die Texte für Das sollte ich nicht die mehr sagen. Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst ja, über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem... Stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte. Aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt, und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen, und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war, und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Ihr Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern. Dann hätte der Kommentar ein bisschen kürzer sein müssen für ein Schaudern. Aber wieso Spielzimmer? Also da war ja jetzt kein Spielzimmer, wo wir drin waren. Eine Ich erinnere Wanne. mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Okay. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Das Wasser ist wohl abgestellt. Okay. Ja, ist wieder so ein Raum, wo man nichts drin machen kann, oder? Dieses Zimmer lässt sich ja gar nicht in der Vergangenheit erleben. In keiner Tempomorph-Szene taucht dieses Badezimmer auf. Man kann sich aber, glaube ich, einfach ganz gut vorstellen, wie die kleine Edna damals, das ist ja auch ein sehr persönliches Zimmer, sich hier die Zähne geputzt hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar entsprechende Kommentare dazu. Und was für ein Gefühl gewesen sein muss, in diesem Haus aufzuwachsen. Und dabei fällt mir dieser sehr eigenartige Stilmix auf, den ich halt durch das Spiel, ja, also der sich ja auch schon bei der Berganstalt durch alle Räume zieht, dass man halt gar nicht so ganz genau, je nachdem, wo man im Bild hinguckt, entscheiden kann, zu was für einer Zeit spielt das Ganze eigentlich. Also welches Jahr hätten wir denn theoretisch? Es sind sehr viele recht altertümliche Einrichtungsgegenstände, wie diese komische Badewanne mit Füßen oder dieser Wasserkrug neben dem Waschbecken, aber das Waschbecken sieht dann doch eher aus wie irgendwie, weiß nicht, aus den 80ern oder, und diese schweren Holztüren und so weiter, aber dann auch wieder Neonlicht und einfach nur ein komischer Mix. Ich glaube, ich wollte so ein bisschen das Ganze verstören oder einfach zeitlich entrücken und zu sagen, das spielt nicht wirklich in der Realität, sondern das ist eine eigene Zeit nur für dieses Spiel. Okay. So, da ist ein Schulzimmer. Hat er da nicht von gesprochen? Ach, das ist sogar. Das war in dem Haus hier drin, oder wie? War der nicht immer viel größer? Ach ja. Puh.
Das Loch kann man jetzt nicht mehr. Ja gut, hier wird wahrscheinlich jetzt nichts von Wert drin sein, nehme ich mal an. Tafel, Bücher, hören wir uns mal kurz an. Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus? Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Ja, verstanden habe ich es auch nicht, weil ich habe eigentlich immer gedacht, das wäre jetzt eine komplette Schule gewesen, wo sie gewesen ist. Jetzt können wir hier noch hochgehen. Ach du Scheiß. Eieiei, die Natur hat sich ihr Gebiet zurückerobert. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Okay. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür, habt euch artig alles angehört. Ja. Wofür? Das frage ich mich auch. Warum? Ja. Mach die nicht an? Auf? Zu. Na toll. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Haben wir hier einen Schlüssel? Ja, der Generalschlüssel wird jetzt hier nicht passen, nehme ich mal an. Schade, passt nicht. Hätte ja sein können. Ja, das heißt, wir müssten dann hier quasi auch einen Schlüssel machen. Finden, nicht machen. Obwohl machen. Also wir haben noch den Schlüssel, der in der Tür steckt. Es ist jetzt ein wahnwitziger Gedanke, aber es ist ja oft so, dass Spielemacher auf das zurückgreifen, was sie schon kennen. Moment, wir müssten dann hier durch. Kommt man da wieder hoch? Oh, okay. Für die große Edna ist es offensichtlich kein Problem mehr. Die kleine Edna kam ja nicht da durch. Die musste ja den Harvey da durchschicken. So, Moment, da war ja jetzt. Ah, kann man aber nicht einzeln benutzen. Wenn ich jetzt die Zange oder vielleicht auch die Schaufel, obwohl die Zange wäre ja logischer. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Okay. Aber der ist zerbrochen. Kann man den nicht irgendwie kleben oder so? Tonscherben, Ton. Kein Hut, kein Bus, kein Abzählspiel, nur ein Topf. Kann man den Ton vielleicht? Die sind bereits gebrannt. Okay, das kann man nicht benutzen. Schade. Puh. Was ist, wenn man den jetzt wieder nass machen würde?
Da war doch oben eine Badewanne, da war doch auch Wasser drin, meine ich, oder? Ach so, halt, stopp. Ist da in dem Fass nicht Wasser drin, hat sie gesagt. Moment, das probieren wir mal eben aus. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfred-Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ja, der Weg war jetzt kürzer. Okay. Das heißt, wir haben einen feuchten Ton. Kann man den Schlüssel jetzt mit dem Ton? Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Perfekt. Prima, das hat geklappt. Okay, weil das ist ja im Endeffekt genau das gleiche System, aber wir haben jetzt kein Gold. Wir haben jetzt einen Abdruck, aber wir haben kein Gold. Haben wir unten, Moment, wir haben da Farben, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt irgendwie brennen könnte oder so, ne? Hm. Nehmen wir Feuer. Mir ist nicht wirklich kalt. Nee, ob das an den Medikamenten liegt? Ich wollte das eigentlich mit dem Ofen benutzen. Der uralte Eisenofen. Achso, den kann man aufmachen. Okay. Wir haben doch... Genau, wir haben noch ein Feuerzeug. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Aber ist da was drin, was man anmachen kann? Oh ja, offensichtlich ja. Okay, das ist an. Moment, den Tonabdruck, den müssen wir einmal so brennen, ne? Oder wie war das jetzt im Original? Was einmal geklappt hat? Ja doch, da haben wir den erstmal gebrannt. Topflappen haben wir doch noch, oder? Oh, ich dachte schon. Okay. Okay, dann haben wir eine Form. Das ist ja dann schon mal so wie vorher. Die Frage wäre jetzt allerdings, und das wird wahrscheinlich das größere Problem werden, was können wir jetzt... Moment, ich habe doch eben gesagt, oder kann man den zusammenkleben? Was ist denn, wenn wir... Funktioniert das? Hey, der kaputte Schlüssel passt genau hinein. Kein Wunder. Ja. Du hast den ja auch benutzt, um diesen Abdruck zu machen. Ach ja. Aber die lässt den da nicht drin. Ach, Moment, oder kann man den? Nein, so würde das gar nichts bringen. Den kann man auch nicht einschmelzen. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauche doch irgendwas. Ja, den Topf normalerweise. Oder soll ich erst den Topf da rein tun? Da ist nichts zum Einschmelzen im Topf. Ja, das war ja gerade die Sache, die ich... Ach so, die benutzt den nicht mit. Sehe ich gerade. Moment, benutzt Nein, Topf mit? So würde das gar nichts bringen. Also ich kann den auch nicht einschmelzen. Naja, ich wollte nicht benutzen drücken. Ich kann den auch nicht einschmelzen. Bei dem anderen stand aber Topf mit Gold, oder? Kann man die zusammen benutzen? Die ist doch schon gebrannt. Ja. Woher soll ich das denn? Also ich meine, ich weiß, dass der gebrannt ist, aber... Oh Gott, ist das ein Scheiß. Moment, oder? Ja, den braucht die ja nicht mehr, ne? Was wäre denn, wenn wir den Topf mit dem Generalschlüssel okay, benutzen? Okay, vielleicht hilft das ja weiter. Echt jetzt? Oh, perfekt. Dann können wir den nehmen und so heiß leid machen. Es mir tut. Ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Also, wir haben ja zumindest nicht mehr vor, wieder zurückzugehen. Ich hoffe, wir brauchen den auch nicht mehr. So, okay. Puh, das ist echt kompliziert heute. Kinder, das Gold ist fertig. Ach ja, der bestand ja aus Gold. Stimmt ja. Ich bin so blöd. Benutze dampfender Topf. Ich wollte aber eigentlich...
Ja doch, jetzt kommt das mit. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. Ja. Das hört sich gut an, aber das müssen wir jetzt abkühlen. Können wir das hier draußen machen? Weil wir gerade hier sind. Auch wenn dann eklige Bakterien dran sind oder so. Okay, es funktioniert perfekt. So, dann müssten wir jetzt... Ach so, nee, wir müssen den... Moment, wir müssen nochmal benutzen... Nehmen, oder? Yippie, genau, so war das. Mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Ja, der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Yay, ich bin Schlüsselmeisterin. Moment, der Schlüssel passt zu meinem Zimmer? War das denn mein Zimmer ganz oben? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis und ich hoffe auch ein hilfreicher. Moment, das war oben rechts, ne? Müsste ja eigentlich. Ich meine, der ganze andere Rest müsste das eigentlich mein Zimmer sein. Ist auch die letzte Tür hier. Oh, perfekt. So, weshalb waren wir nochmal hier? Wir wollten das Tagebuch. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Oh, au, okay. Ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest!